In diesem Video beschäftigen wir uns mit den Schattenseiten der Herrschaft des Sonnenkönigs Ludwig XIV. Ich erkläre euch die 5 biggest fails, also die schlimmsten Fehler, die er in Wirtschaft, Religionspolitik und Außenpolitik begeht. Und dann schauen wir uns an, was die Aufklärung gegen den Absolutismus vorbringt. Eben alles, was du wissen musst. Schauen wir mal auf die Ausgangssituation. In der Zeit bis 1715 steigt Frankreich zum wichtigsten Staat in Europa auf. Und verantwortlich dafür ist Ludwig XIV. Er hier. Sonnenkönig wird er auch genannt. Über den könnt ihr alles in diesem Video hier, das wir euch oben, wenn ihr auf das i klickt, verlinkt haben, erfahren. Er richtet das ganze Land nur auf sich aus und regiert als absoluter König ohne jede Einschränkung. Er baut ein riesiges stehendes Heer auf, führt viele Kriege und kontrolliert das ganze Land mit seinen Beamten. Ludwig XIV. Baut Frankreichs Wirtschaft auf Massenproduktion um. Der Sonnenkönig wohnt in einem prächtigen Schloss, hier hinter mir sieht man's, Versailles, in dem die Adligen eine fast endlose Party feiern. Soweit so gut. Aber es ist ja nicht immer alles Gold, was glänzt, um ein altmodisches Sprichwort zu bemühen. Sein System hat einige Nachteile, die am Ende dazu führen, dass seine Herrschaft zusammenbricht. Fail 1. Internationale Isolation. Ludwigs häufige Eroberungskriege sorgen dafür, dass in den anderen europäischen Ländern die Bewunderung für ihn ziemlich schnell nachlässt. Die Länder fühlen sich eher bedroht. Immer wieder verbünden sich das Deutsche Reich, die Niederlande, Schweden, England und auch Spanien in wechselnden Zusammensetzungen und schlagen die Franzosen zurück. Anstatt Europa zu beherrschen, steht Ludwig zum Ende seiner Regierungszeit in Europa ganz alleine da. Frankreich ist isoliert. Fail 2. Korrupte Verwaltung. Die moderne Verwaltung, die funktioniert auch nicht so wirklich reibungslos. Vor allem beim Einnehmen der Steuern gibt es Probleme. Es gibt Korruption, also Bestechlichkeit und das Erkaufen von Vorteilen. Privatleute zum Beispiel bezahlen dem König die Steuern für ein ganzes Dorf im Voraus. Damit erkaufen sie das Recht, sich die Steuern von der Dorfbevölkerung wiederzuholen. Aber sie knöpfen den Leuten viel mehr ab, als sie dem König bezahlt haben und machen damit natürlich Gewinn. Das macht sie reich, aber die Verwaltung macht das auf Dauer kaputt. Fail 3. Verfolgung von Protestanten. Ludwig hebt auch die Glaubensfreiheit auf und ernennt den Katholizismus zur Staatsreligion. Die Hugenotten, das sind Protestanten, die werden dazu gezwungen, katholisch zu werden. Es kommt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, zu gewaltsamen Verfolgungen und die Protestanten fliehen aus Frankreich in andere Länder, auch und vor allem nach Deutschland. Ludwig stellt das Auswandern unter Strafe. Wer aufgegriffen wird während seiner Flucht, der wird hart bestraft. Fail 4. Das Land ist pleite. Mit seiner Wirtschaftspolitik, dem sogenannten Merkantilismus, scheitert Ludwig ebenfalls. Die Idee dahinter ist, Rohstoffe kommen billig nach Frankreich und dort werden dann Waren daraus hergestellt und die wiederum werden teuer ins Ausland verkauft. Die Produktion findet in Manufakturen statt. Dort wird alles per Hand ohne Maschinen hergestellt. Ein Arbeiter macht nicht mehr eine komplette Ware allein, zum Beispiel bei einer Stecknadel. Da werden die Arbeitsschritte dann aufgeteilt. Und jeder Arbeitsschritt wird von einem anderen Arbeiter gemacht. So kann man Waren schneller herstellen. Es funktioniert so. Einer schneidet zum Beispiel Draht kurz. Ein anderer schleift ein Ende spitz. Der nächste presst nur noch das andere Ende platt und so weiter und so fort. Also im Prinzip ist das der Vorläufer der Fließbandarbeit. Auf diese Art und Weise kann man sehr günstig Waren produzieren. Das Problem ist nur, dass daran nicht die Arbeiter verdienen, sondern nur die Unternehmer und die Großkaufleute. Außerdem vernachlässigt Ludwig die Landwirtschaft und von der Landwirtschaft leben immer noch die meisten Franzosen. Aber aus Ludwigs Sicht funktioniert sein Plan, denn die Staatseinnahmen, die steigen. Aber auch die Ausgaben, die steigen ordentlich an, vor allem wegen der teuren Kriege. Ludwig XIV. Stirbt 1715 und da ist das Land ziemlich pleite. Fail 5. Eine ungerechte Gesellschaft. Am schwersten wiegt sicher die gesellschaftliche Ungerechtigkeit. In Frankreich gibt es 3 Stände, 3 Arten von Untertanen unter dem König. Der erste Stand unter dem König, das ist der Klerus. Das sind die Würdenträger der Kirche. Der zweite Stand, der besteht aus den Adligen. Die vergnügen sich am Versailler Hof oder dienen als Offiziere beim Heer. Alle anderen Franzosen gehören zum dritten Stand. Und das sind mit Abstand die meisten. Der Klerus und der Adel dürfen von den Bauern Abgaben und Dienstleistungen einfordern. Der dritte Stand kann nichts dagegen machen. Er muss zahlen, Steuern zahlen, Abgaben abliefern, Dienste leisten, vor allem auch
Militärdienst. Ja, einige wenige aus dem dritten Stand, die sind schon sehr reich und führen ein gutes Leben, nämlich die Besitzer der Manufakturen oder auch Ärzte und Anwälte zum Beispiel. Aber der allergrößte Teil der Bevölkerung, der schuftet wie blöd und hat trotzdem nichts davon. Das empfinden die Menschen als ungerecht. Und da muss man sagen, da haben sie auch nicht so unrecht. Das heißt also, der Absolutismus Ludwig XIV., der befindet sich zu seinem Tode im Jahr 1715 sozusagen in der Sackgasse. Frankreich ist isoliert. Die Verwaltung ist korrupt. Protestanten werden verfolgt. Das Land ist pleite und es gibt eine ungerechte Gesellschaft. Und zu dieser Zeit entstehen neue Ideen, die den Absolutismus von Ludwig XIV. Herausfordern. Der aufgeklärte Absolutismus. Seit der Renaissance erleben die Wissenschaften einen echten Aufschwung. Die Gelehrten erforschen die Welt, sie experimentieren und hören lieber auf ihren Verstand als auf die Kirche. Die Gelehrten wollen den armen Menschen, dem Volk helfen. Sie wollen auch, dass sie ihren Verstand benutzen und sich nicht mehr alles vorschreiben lassen von der Kirche und von den Herrschenden. Sie wenden sich gegen die absolutistische Herrschaft. Sie sagen, auch ein König muss den Gesetzen gehorchen und er darf nicht einfach so über allen stehen und machen, was er will. In Preußen oder Österreich entwickeln die Könige den Absolutismus weiter, zum sogenannten aufgeklärten Absolutismus. Der Unterschied zwischen dem Absolutismus und dem aufgeklärten Absolutismus ist kurz gesagt der, dass der absolutistische Herrscher seine Herrschaft damit begründet, dass er von Gottes Gnaden herrscht. Der aufgeklärte Herrscher begründet seine Herrschaft damit, dass er für das Wohl seines ganzen Volkes sorgt. Am besten zeigt sich die neue Einstellung der Herrscher an zwei Zitaten. Ludwig XIV. Sagt, der Staat bin ich. Friedrich II., der König von Preußen, sagt, ich bin der erste Diener meines Staates. Aber langsam. Auch Friedrich, auch genannt der alte Fritz, regiert alleine. Er führt auch Kriege, in denen viele Menschen sterben. Auch er baut prachtvolle Schlösser. Auch er führt keine gerechte Gesellschaftsordnung ein. Das ist immer ganz wichtig, das sollte man an dieser Stelle noch festhalten. Okay, ziehen wir mal einen Schlussstrich unter den Absolutismus. Im Reich des Sonnenkönigs, da gewinnt der Staat. Und die allermeisten Menschen verlieren. Dank der Ideen der Aufklärung lernen die absolutistischen Herrscher Europas aber vernünftig zu herrschen. Sie geben den Untertanen immerhin so ein paar Rechte. Aber muss man sagen, das reicht auf Dauer nicht aus. Es gibt ja ein Land, in dem es nicht mehr so ungerecht zugeht, wo es Demokratie gibt und die Menschen mitbestimmen dürfen, und das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Und diese Ideen, die Ideen von Mitbestimmung und von Demokratie, die schwappen von Amerika nach Europa rüber und werden auch hier die Geschichte verändern. Wie genau, das wird man im Verlauf der Französischen Revolution merken, und auch dazu findet ihr hier was bei uns auf dem Kanal. Und wenn ihr sagt, Ludwig XIV., für den interessiere ich mich noch ein bisschen genauer, dann schaut mal weiter hier auf unserem Kanal, denn auch zu ihm gibt es hier einiges bei uns. Wenn ihr sagt, Mensch, ich habe aber noch Fragen, ich habe dieses oder jenes noch nicht ganz verstanden, kein Problem, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ihr könnt loswerden, was ihr wollt. Und natürlich könnt ihr unseren Kanal auch abonnieren, dann verpasst ihr künftig kein Video mehr. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.